Ja, ich darf Sie willkommen heißen zu einer Sache, die noch keine Tradition hat, die erst einmal stattgefunden hat, nämlich zur Pressekonferenz als Vorbereitung auf das, was als großes Ereignis in Schweinfurt nämlich gefeiert wird, nämlich das Schweinfurter Volksfest. Ich darf Sie herzlich begrüßen und auch fachlich. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert wieder in den, ich kann fast schon sagen, handbewährten Händen von Herrn Hahn, dem Festkopf Michael Hahn liegt. Wir sind froh, dass wir Herrn Hahn haben und ich sage das auch in aller Öffentlichkeit, ich hoffe, wir werden ihn noch eine Weile haben. Das ist, aber da mache ich keinen Hehl draus, kein einfaches Pflaster. Schweinfurt vom Festkopf, auch das wissen Sie, deswegen erzähle ich jetzt keine Geheimnisse, dass wir in den letzten Jahren den einen oder anderen Wechsel im Festzeltbetrieb hatten. Wir sind jetzt seit vergangenem Jahr wieder angekommen beim Fränkischen, entsprechend der Farbgebung und des, der ganzen Ausstattung beim Fränkischen Festzelt. Und bewährt heißt auch, so wie vergangenes Jahr, ähnliche Konstellationen mit den Änderungen, die wie schon gesagt haben, Ihnen gleich sagen wird. Standort wird jetzt an der Sturmfelde sind ein erhöhtes Sicherheitskonzept. Wir werden statt bislang 3 Aus- und Zu- und Abgänge werden wir jetzt 4 haben dieses Jahr, ab Freitag dieser Woche, bei hoffentlich besserem Wetter wie heute, selbstverständlich. Und wir werden der neue vierte Zu- und Abgang wird geografisch Richtung Florian-Geyer-Straße, Ostseite, also in dieser Ecke, wenn ich so rüber zeige, sich befinden. Was wir auch neu haben werden, ist bei der Eröffnung und beim Abschluss mit dem Feuerwerk der sozusagen Hauptzu- und Abgang hier zu dem sogenannten Parkhafen hin, wird dann zu dem Zeitpunkt nach dem Feuerwerk nur noch als Ausgang zu nutzen sein und nicht mehr als Zugang, weil einfach die Situation immer so war, dass sich an dieser Endstelle die Besucher draufen sich geballt haben und wir nicht mehr das Risiko eingehen wollen, dass da jemand stirbt, irgendwelche Unwägbarkeiten und Unglücke passieren. Die Zahl der Imbissbetriebe hat sich um eines reduziert. Ansonsten vom Festzelt würde ich hier noch kurz ein paar Kleinigkeiten erläutern. Das Zelt ist 29 Meter breit, 50 Meter lang, wobei diese Innenfläche hier bis zu dem ersten Giebel 30 Meter ist und der Vorbau 20 Meter. Das hat sich letztes Jahr sehr gut bewährt. Man sieht es ja jetzt heute auch, auch mal bei so einem Wetter doch einen überdachten Biergarten. Die Leute können sitzen bleiben, obwohl sie einfach im Biergarten sitzen. Und man kann diese sehr gut variieren. Wir können die Planen öffnen, wir können sie schließen und haben dann für fast jede Witterung eigentlich ein ideales Konzept. Die Sitzplätze sind insgesamt 2000 im Zelt und Vorzelt mit überdachten Biergarten und in dem Biergarten hier, der zur Volksfeststraße hinaus geht, haben wir weitere 500 Sitzplätze. Fort mit dem Comedy-Frühschoppen. Wir haben Luise Kinzier, die kam vom Nockerberg. Starkbieranstich zu Gast, zusammen mit Lisi Aumeier, also zwei Damen, die uns diesmal comedymäßig begleiten werden. Wir haben dann am Montag die Ladies Night, spezielle Angebote für die Damenwelt wird es da geben. Am Mittwoch, den Familientag, der auch immer gut angenommen wird mit besonderen Fahrangeboten. Und das Ganze natürlich in Kombination mit dem Programm, das der Herr Hahn hier im Festzelt anbietet. Das ist immer eine sehr interessante Mischung. Die Verlosung ist auch bekannt und bewährt. Die findet am Donnerstag statt. Und Sonntag haben wir noch den Schaustellergottesdienst. Und den Abschluss werden wir dann am Montag mit dem Feuerwerk machen. Da ist es in diesem Jahr eine Besonderheit. Es ist ja der 4. Juli, Unabhängigkeitstag der USA. Und wir haben uns mit dem US-Standard in Verbindung gesetzt und werden ein gemeinsames Feuerwerk in diesem Jahr präsentieren.